Kolbe Weiblingen wurde heute um 11.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall nach Weiblingen-Honacker gerufen. Auf der Verbindungsstraße zwischen Honacker und Schweigheim kam es zu einem Frontalunfall zwischen zwei Pkw. Insgesamt waren 4 Personen im Fahrzeug eingeklemmt bzw. auch eingeschlossen. Hier war die Abteilungen Honacker, Bittenfeld und die Abteilung Weiblingen im Einsatz, um diese Personen mittels hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug zu befreien und an den Rettungsdienst zu übergeben. Können Sie was über die Schwere der Verletzungen sagen und welches technisches Hilfsmittel Sie haben einsetzen müssen, um die eingeschlossenen bzw. eingeklemmten Personen zu befreien? Insgesamt handelt es sich hier um 4 schwer verletzte Personen, die allesamt durch den Rettungsdienst mit dem Rettungswagen als auch dem Rettungshubschrauber in umliegende Kliniken transportiert wurden. Die Feuerwehr Weiblingen hat hydraulisches Rettungsgerät, Schere und Spreizer eingesetzt, um diese Personen aus den Fahrzeugen zu befreien. Okay, Notarzt an Bord.